Bürgerbeteiligung war für mich eindeutig zu kurzfristig. Also mir kam das so plötzlich vor und ich habe diesen Prozess gar nicht mitmachen können. Also im Grunde war es schon fertig, als man da Pläne gesehen hat. Da hatte man gar keine Möglichkeit mehr, richtig nachzudenken, weil man ist ja dann gebunden, gedanklich gebunden an so Pläne. Und im Grunde genommen müsste vorher so ein Flow stattfinden, dass wirklich kleine Ideen einfließen und dass man sich zusammensetzt und sagt, was weiß ich, kleine Cafés da rein wäre toll, ein kleiner Konzertsaal wäre toll, eine Kleinkunstbühne. Das, wo Leute wirklich hingehen wollen und nicht ein riesen Kino, wo man vielleicht selber gar kein Interesse dran hat. Vom Eisenmarkt eine Verbindung zu haben zur Hauptwache, ja. Vom Fischmarkt, also vom Café am Dom, zum Hörni eine Verbindung zu haben und in der Mitte eine Art Treffpunkt und an diesen Magistralen ist eben ein freier Platz. Ja, da ist war ja schon mal früher der Markt eingedacht. Zum Beispiel, da ist ja heute die Nur freie Fläche da. Der hat sehr gezogen und da sind die nie hin. Genau. Also dieser Platz, der da jetzt etwas, den ich ein bisschen vom Sing-Sing-Charakter befreit habe, indem ich die Blumen den gebraucht habe. Dieser Platz war mal ursprünglich als Marktplatz angedacht. Genau. Alternativen müssen auf den Tisch. Nicht nur eine Zeichnung, die Leute schlucken sollen. Die Leute müssen mitreden können, weil das ist ein Punkt. Das hat man ja bei diesem Haus schon gesehen. Vielen gefällt es. Mir gefällt es auf dem Domplatz auch. Und meisten gefällt es eben nicht. Und deshalb muss man versuchen, Kompromisse zu finden mit den Bürgern zusammen. Ja, man muss die Leute auch auffordern, eigene Vorschläge einzubringen. Das ist der Punkt. Kein Kino. Das bringt nur Unruhe in die Stadt und bringt keinen Umsatz für keinen Einzelhändler. Und nachts bringt es Unruhe. Ja, nach meinem Vorschlag sollte man aus den 3 Domhöfen nur 2 machen, ja, um also von dem von den kleinen Höfen wegzukommen und also auch wirklich Höfe hat und keine Lichtschächte. Einfach die Bebauung erstmal dadurch entzerren, dann zum Brotschirm hin die Höhe der Häuser reduzieren, ja, dass das also wirklich auch nach kleinteiliger Bebauung aussieht und wirkt. Die Wirtschaftlichkeit runterbrechen auf das, was die Leute wollen, weil dann kommen sie gerne wieder in die Stadt. Das hat auch einen Anreiz für Leute von außerhalb. Also das ist quasi das kann eine Sogwirkung haben, weil sich das auch rumspricht, dass man eben nicht das 100.000. Großkino herstellt, sondern dass man einfach guckt, was ist das Bedürfnis der Leute. Und die Wirtschaftlichkeit, ja, ich sehe es ein, aber womit kriegt man Leute in die Stadt, wenn sie wirklich die Möglichkeit haben und eine Chance sehen, da kann ich was Neues entdecken. Dann wäre ich dafür auch, dass man das durchaus jetzt innerstädtisch für Wohnungen nutzt, ja, und nach wie vor dann ein Restaurant hat zum Dom hin, zum Domplatz hin. Ja, das ist ja jetzt dort und es soll auch da bleiben oder wieder ein Restaurant einziehen. Gibt es in Seattle, Amerika, gibt es ein Haus wirklich, das ist entstanden für die Bürger, da können eben Leute jeglichen Alters, jeglichen Standes und jeglicher finanzieller Lage reingehen. Es ist ein Treffpunkt für alle. Man kann kostenlos Internet nutzen, man kann telefonieren, man kann in Kontakt treten miteinander ganz aktiv. Es gibt eine Riesenbibliothek drin, also das ist sehr eindrucksvoll. Und ich weiß nicht, warum sollen wir uns nicht mal was abgucken von Ländern und Städten, die es einfach schon im Positiven geschafft haben. Warum muss man immer nur wirklich kleinkariert bauen wollen? Also das ist, die Altstadt auszuverkaufen, halte ich für einen großen Fehler. Dann die Idee mit dem Viseum, das Viseum hier an die Domhöfe zu legen, finde ich auch gut. Wahrscheinlich waren die Bürger nicht intensiv genug eingebunden und viele auch enttäuscht, weil sie haben sich auch eine mehr historisierende Bebauung vorgestellt. Ja? Und ständig fällt ja das Wort Frankfurt. Dabei haben wir ja ein gutes Beispiel auch am Kornmarkt, römischer Kaiser und Co. Übrigens stehen da nur die Fassaden, aber da haben wir noch die Barockzeit erhalten. Ja? Und
Sowas würde ich mir auch hier wünschen. Die neuesten Entwicklungen in der Stadtplanung haben ja jetzt gezeigt, dass es ein gewisses Einsehen gab bezüglich der Linden, die als notwendig und erhaltenswert anerkannt worden sind. Das hat die Bürgerinitiative, das heißt einzelne Bürger, die sich dafür eingesetzt haben, vom Investor ertrotzt und nicht etwa durch eine Einsicht, die in der Stadtverordnetenversammlung, den Stadtverantwortlichen entstanden ist, gewachsen ist. Das macht sehr bedenklich. Der Investor hat jetzt immer wieder im kleinen Kreis einzelne in der Stadt aktive Bürger und Verantwortliche eingeladen und ihnen Zugeständnisse gemacht, die mit der Stadt nirgendwo abgesprochen sind. Die Stadt wäre auch auf dieser Sache besteht, weil das die alten Raumkanten sind. Auf dem Durchgang? Ja, das sind die alten Raumkanten, sodass das ist dann die Gewandschale und das ist die Schuhgasse. Ja. Das sind die waren natürlich früher bebaut, aber das braucht man heute nicht mehr. Ich sagte, die Höfe, die Domhöfe erinnern mich an Berlin, Ackerstraße, Meiershöfe, Wedding, Gründerzeit. Das waren lediglich Lichtschächte, wo man keine Blumen hatte, keine Kinder konnten spielen, 0, nichts. Und da sind sie alle krank geworden, die Menschen. Ich sage nur Gründerzeit Berlin. Die Kritik ist, dass die Fenster, die nach innen in den Höfen sind, kein Licht haben. Gut, ich gebe zu, in Berlin waren das vierstöckige Häuser. Ist natürlich was anderes, als wenn es flach ist. Aber da in den kleinen Höfen, da standen im Prinzip nur die Mülltonnen in Berlin. Ja? Und ich meine, was wollen sie da hinstellen außer Mülltonnen? Im alten Stil das wieder aufzubauen, geht wahrscheinlich nicht mehr. Nur dieser riesige Klotz, der da entstanden ist, das finde ich nicht besonders gut. Ein bisschen angemessen der Umgebung. Und nicht so, wie das heute hier ist, mit diesen riesigen Fenstern und so. Das mag zwar sehr schön sein. Mich ärgert nur, dass die Stadt das Gelände abgegeben hat und dass da kein öffentliches städtisches Gebäude steht. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu meiner Auffassung der Geschichte Wetzlars. Ich war schon mal vor längerer Zeit im Rathaus, war das, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, dass die Wünsche der Bürger überhaupt nicht berücksichtigt werden. Da wird in der Verwaltung etwas entschieden, wo der Bürger eigentlich, der erzählt zwar was, aber das geht rechts rein, links raus. Das Gefühl habe ich. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Das war ja früher Wetzlars schlimmste Ecke eigentlich. Der Brotschirm, da wohnten wirklich Asoziale, inklusive Helmut Will, dem letzten Fußgänger hier von der Stadt. Und da ist ja etwas passiert, dann hat man eine Gasse da weggerissen und da hat es gestunken in der Gasse bis zum geht nicht mehr. Ich hatte einen Klassenkamerad, der wohnte da und dass da mehr Luft reinkam, fand ich schon sehr gut. Veranstaltungssaal kann man schaffen, aber man muss nicht ein Kino schaffen. Erlebnisgastronomie und dass das Kaufen nicht zu einer Bedürfnisbefriedigung wird oder bleibt, sondern zu einem Einkaufserlebnis. Freundliche Bedienung, Kaffee anbieten und die Leute müssen mit dem Namen angesprochen werden. Nur so kann der Einzelhandel überleben. Wenn man es einmal so nimmt, wenn man den Kornmarkt hier oben nimmt, ist ja im Prinzip eine Art Luftschneise. Also jedenfalls wüsste ich nicht, wo dann dort, wenn da unten gebaut wird, eine Luftbewegung stattfinden soll in dem Fall. Dann mache ich ja sozusagen die Luftschneise, die hier oben zum Kornmarkt geht, kaputt. Das ist ein großer Schwachsinn. Hier ein Kino, dann da oben dieses idiotische Parkhaus und dass das überhaupt geht. Das Gelände gehört ja zur Dahlberg-Stiftung, dass die katholische Kirche das veräußert hat oder veräußern will. Das finde ich ja so idiotisch. Ich verstehe das nicht, da werden unsere Steuergelder verwendet für Bauten, die eigentlich der Bürger gar nicht haben möchte. Ich meine, man kann sich nicht grundsätzlich nach den Wünschen der Bürger richten. Das geht auch nicht, kein Thema. Aber dass man sich so gegen die Bürger eigentlich richtet und die Steuern gegen die Bürger verschwendet.
wenn wir davon ausgehen, dass sich das Klima wandelt. Wenn wir öfter 40 Grad haben, dass die Belüftung in Ordnung ist. Ja, eine Stadt muss ja auch belüftet werden, genauso wie eine Wohnung. Das ist ja, die Stadt ist ja wie eine große Wohnung, wo ich ja einige Male am Tag Durchzug machen muss. Ich war zwischendurch mal Bürgermeister hier, 13 Jahre. Und da war ich zuständig für Personal, für die gesamten Wirtschaftsbetriebe. Alles, was mit Geld zu tun hatte. Nicht Kämmerer, aber alles, was mit Geld gewirtschaftet hat. Stadthaus, ich bin 80 gekommen, da war das alles schon, war schon da. Die Erfahrung war nur noch, dass viele über das Stadthaus gemeckert haben. Trotzdem, ich persönlich sage, die Fassade gefällt mir immer noch. Mein persönlicher Geschmack, andere haben einen anderen Geschmack. Was mir nicht gefällt, ist die Baumasse zum Brotschirm. Die ist ein bisschen zu wuchtig. Und ich habe versucht, durch Blumenkästen, die ich da hingebracht habe, und durch Bäume, dieses Haus mit einem sogenannten Architektenscharme etwas aufzubessern. Kennen Sie das Wort Architektenscharme? Wenn ein Architekt nicht gut geplant hat, dann macht man grün ans Haus. Das ist der berühmte Architektenscharme. So, frohe Schaffen. Diese schrecklich lila schimmernden Fenster austauschen gegen helle Fenster. Und die Fassaden so streichen, angeglichen an die Häuser, an die alten, also hell. Es kann auch ein bisschen unterschiedliche Farben sein. Aber dann könnte man das Ganze erhalten und innen sanieren, denn das Abreißen und Neubauen kostet genauso viel wie sanieren. Schrecklich. Was braucht Wetzlar? Ich bin aus Weilburg. Also mich geht das nichts an, aber ich denke mir, 6 Kinos. Da unten ist doch am Karl-Kellner-Ring ist doch ein Kino, gell? Ich habe da in der im alten Reichskammergericht als Kind gewohnt, von 3 bis zu meinem 10. Lebensjahr und habe noch in dem herzoglichen Haus gespielt. Als Kind war zwar kaputt teilweise, wir durften das auch nicht, aber trotzdem war es sehr schön. Bis zum ersten Stock hat die Treppe noch funktioniert und in unsere Wohnung kamen ständig Architekten, die haben geschimpft, wie kann man so ein Haus abreißen und so weiter und so fort. Aber der damalige Bürgermeister, ich habe den Namen jetzt vergessen, hat gesagt, nein, da gehört eine Stadthalle hin und so weiter und so fort. Und dann wurde das Haus einfach abgerissen. Auch das Haus dahinter, das war ja das Domhotel und der Besitzer wollte das Haus auch wieder herrichten. Das war auch durch die Bombe beschädigt, aber die Stadt hat das nicht zugelassen. Und im nächsten Jahr ist dann der Bürgermeister nach Dortmund, also Oberbürgermeister, gewechselt. Wie das realisiert werden soll und wie das mit den Bauleitplan, der auslegt, kompatibel ist, ist völlig offen und politisch noch nicht abgestimmt. Insgesamt, wenn man das politikgeschichtlich bewertet, ist es eine höchst bedenkliche Sache. Denn der Investor ist jetzt der, der die Entscheidungen gegenüber den Menschen, die davon betroffen sind, vertritt, der mit ihnen sich ins Benehmen setzt. Allerdings nicht, um mit ihnen gemeinsam auszuhandeln, sondern um zu hören und nach seinem Belieben zu entscheiden, was er aufnimmt, was er an Kritik umsetzt oder welche Anregungen in seine weiteren Planungen eingehen. Ich nenne das eine aufgeklärte Plutokratie, weil tatsächlich der Investor zum entscheidenden politischen Agenten wird, in einer absoluten oder absolutistischen Position, der aber, so ähnlich wie der alte Fritz das in Preußen gemacht hat, sich in einer gnädigen Weise an sein Volk wendet, um von denen Billigung und Anregung zu erhalten. Eine Geschichte, die, wenn man sie ernst nimmt, äußerst bedenklich ist und die alle Demokraten in der Stadt unbedingt beunruhigen sollten und zum Thema machen sollten.